Warte, ein Meteor werde ich bestimmt nicht drauf zaubern, das lohnt nicht. Guck mal, wenn da steht, konnte nichts stehen, aber mit drei Ausrufezeichen, dann heißt das, dass es was zu stehen gibt, eigentlich. Nur, dass das nicht geschafft hat. Nicht getroffen. Daneben oder er ist immun dagegen. X-Tank sogar. Das ist ein richtig guter Tank. Ich glaube, der lebt 2000 auf oder so. Na gut, verbrauche ich doch für den Einzelnen. Ich will eh gucken, was die bringen. Ui, der macht aber vom Schaden her auch relativ wenig. ...160 AP, aber das gibt richtig viel. Tornado Heap! Aber das war wie gesagt die Fähigkeit, die ich eigentlich nicht so machte. Stufe 3 vollständig hatte schon. Fegt alle Gegner weg. Ach stimmt, ich glaube manche werden sogar richtig aus dem Kampf gefegt. Ich würde doch noch mal einen Kampf machen. Wir wissen, wie die Viecher heißen, gegen die ich gerade gekämpft habe. Weil wenn ja, wenn es diese Würmer sind, dann sind das die, wo ich im Internet gelesen habe, wo man gut trainieren kann. Oh, was haben wir jetzt hier? Eine Cockatrice? Urschnabel. Was macht das? Zum Glück daneben. Da steht nicht zu stehen, Ausrufezeichen, also da gibt es dann wirklich nichts. Und hier im letzten Moment erst rüberspringt. Ach scheiße, jetzt habe ich nochmal stehen gemacht. Mit meinem Eiszauber Level 3 habe ich vorhin auch über 2000 Schaden gemacht. Der macht jetzt auch... Ach scheiße, jetzt ist er in der Luft. Natürlich nur noch Fernwaffen. Kann sie mal zeigen. Oh, sie trifft? Ach ja, sie hat der Fernangriff drin. Stimmt, Fernangriff macht nicht nur 50, 800. Dass man überhaupt aus der hinteren Reihe mehr Schaden macht, sondern auch, dass man Gegner in der Luft trifft. Mal gucken, was am Strand rumläuft. Ah, das ist, glaube ich, der Wurm. Der war stark, glaube ich. Meereswurm. Immer noch nicht geschafft werden. Null Schaden. Irgendwie haben wir eine Zustandsveränderung. Und ich kann dir was klauen, aber ich hab's noch nicht bekommen. Ja, er bewegt sich langsamer. Ich schneller, er langsamer. Drachenschuppe. Aber es ist bestimmt nur so ein Ingame-Kampf-Item. Getroffen. Ist schon nicht, wenn ich so schnell bin und er so langsam. Der hält doch gut aus hier. Ich kann noch einmal meinen Zauber machen, danach ist mein Mana leer. Zerquetschen. Schade. Der Konter hat mich getroffen.
369, also 10.000 Leben hat er wahrscheinlich mindestens gehabt. Ein Wurm, genau, das war's. 2.200 AP-Punkte, 1.300 Erfahrung und 5.000 Gold. Heftig, heftig. Hier könnte man richtig gut trainieren. Aber das habe ich erstmal nicht vor. Ich bin eigentlich auch gut trainiert. Ach ja, genau, Hyper. Könnte mal wieder speichern. Man weiß nie, was passiert. Aber gut zu wissen, dass hier unten die Inseln sind. Also diese Inseln im Süden sind die, wo man so gut trainieren kann. Merkt euch das. Da hinten ist eine Höhle, das weiß ich noch. Nur kann man da, glaube ich, nicht hin. Ich glaube, da brauchte man einen Schokobo für. Da haben wir ihn wieder. Ach, ich würde mal gucken, was die Drachenschuppe macht. Deswegen brauche ich trotzdem erstmal noch eine. Aber ich denke mal, ich mache den jetzt nur im Nahkampf fertig. Schon wieder die Drachenschippe. Wahrscheinlich immer das gleiche. Ui, das ist sehr hilfreich. Seine Beschwörung, seine Verwandlung, ein Limit. Dann spare ich mir nämlich wirklich ein bisschen Mana. Wobei ich natürlich 5000 Gold kriege. Da kann ich ja nach jedem Kampf auch ein Zelt nehmen. Ja, wird ja geheilt. 500 Schaden macht diese physische Attacke immer. Er soll mal seinen Feuerzauber machen, das ist viel geiler. Ui, 900, das war bestimmt Crit. Ja, jetzt macht das. Wie ist das? Monsterflamme, nicht Megaflamme. Megaflamme war, glaube ich, von Bahamut eine Attacke. Megaflamme. Was, macht weniger? Vorhin bei dem Drachen hat das fast 2000 Schaden gemacht. Los, mach mal einen Crit damit, ich will mal sehen, wie viel Schaden das dann macht. 50% mehr? Na egal, ich bin tot. Aber um das zu trainieren, dauert der Kampf noch zu lange, finde ich. Auch wenn die Ausbeute ziemlich cool ist. Oder da drüben war die Höhle und hier war gar nichts. So, wie heißen die Viecher? Die haben auch gut gebracht. Zwei Stück, 160. Und werden drei bestimmt 180 bringen. Heilung. Nö, ich mach fast. Spirale heißt die. Oh, er hat alle drei getötet. Das ist natürlich cool. Dann war die doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. 240 Erfahrung, AP. Amurat Level Up. Dann trainiere ich doch lieber mit den Viechern hier. Der Meereswurm kommt, denke ich mal, nur im Wasser. Das heißt, hier oben werden dann nur diese kleinen Viecher kommen.
Also laufe ich mal nicht am Wasser lang, damit der Meereswurm nicht kommt. Ja, hat geklappt. Das kann ich auch mal angucken. Ich könnte eigentlich mal meinen Zauber, mein Kältezauber und mein Gewitterzauber mal tauschen, da Kälte ja schon auf Level 3 ist. Normaler Kosten sind die identisch, aber da Kälte so viel Schaden macht, ist das gar nicht mal so viel Kälte, denke ich mal. Also die, die sich rollen, kriegen nur noch halb so viel Schaden. Ach scheiße, das wird gar nicht. Und werden von Magie gar nicht mehr getroffen. Denke ich zumindest, weil die Chance, dass das gerade Zufall war, ist zu groß. Konter. Durch seinen Schutz bringt er sich aber auch selber um. Hat auch seinen Nachteil. Also 5 von 5 Feinde sind sofort getötet worden. Die waren schon verwundet, die anderen vorhin aber nicht. So, wo kam ich her? Hinter mir. Genau, hier kam ich auch nicht weiter rum. Also im Süden sind auf jeden Fall die Inseln, wo ihr richtig gut trainieren könnt. Vorhin war es ja, oder was heißt vorhin? Bis davor war es das Gebiet bei hinter Goldshauser vor Cosmo Canyon. Denn da waren ja in den Wäldern diese Frösche versteckt. Und so ein 6er-Pack Frösche, die natürlich auch gar nicht so einfach zu besiegen sind, wenn sie immer Froschgesang auf euch zaubern. Die haben ja nun auch schon, was haben die gemacht? 124 AP habt ihr da bestimmt bekommen. Hier ist der Tempel. Da geht's eigentlich auch noch nicht weiter. Das ist später Hauptstory. Huch. Nein. Ich habe schon genug Probleme, die zwei zu laden. Dann mache ich nicht noch einen dritten. Wobei das wahrscheinlich nichts ändert, aber rein aus Prinzip schon nicht. Kurz war, kurz einen Meter weiter nicht mehr da gewesen. Haben wir hier ein Blutigel oder was sind das? Ne, das sind Fliege. Slaps. Was auch immer Slaps bedeutet. Die machen Tobsucht. Tollwut. Mich nicht mehr kontrollieren. Aber zu deren Nachteil, wenn ich jetzt mal Hast auf mich mache, Hast und Tobsucht, das ist echt eine böse Kombination. Vor allem gegen Gegner, die eigentlich wirklich was schaden können. Ach ja, sie kann ja noch zaubern. Aber da sie momentan keinen Angriffszauber hat, außer einer Beschwörung, aber das ist es nicht wert, wenn die bei zwei Attacken tot sind. Ja, jetzt ist sie eh auch tollwütig. Tollwütig. Ich weiß gar nicht, wie das war, wenn ein tollwütiger Limit hat. Ob er den dann automatisch macht oder ob er einfach weiter angreift im Nahkampf. Ich glaube, er greift einfach im Nahkampf weiter an. Eigentlich sind die Viecher nur nervig. Die machen fast keinen Schaden. Ui, schöner Crit. Und das sogar aus der hinteren Reihe. Q.
Okay, das Gift kann auf Dauer nerven, aber da kriegt man die ja vorher tot. Gift, Tollwut und Betäubung. Gleich drei Zustandsveränderungen, die Viecher zaubern. Bringen aber auch 150 AP-Punkte. Also ich glaube, wir kommen hier noch gar nicht rein. Wenn ich an den Tempel denke. Dies ist der Tempel des alten Volks. Ich weiß, ich fühle es. Die Kenntnis des alten Volks ist hier. Du könntest mit dem Planeten eins werden, aber du hältst es mit der Kraft deines Willens auf. Für die Zukunft, für uns. Was sagen sie? Verstehst du das? Du bist besorgt, aber dennoch glücklich. Nur weil ich hier bin. Tut mir leid, aber ich verstehe nicht ganz. Oh, da oben ist ein Kundenträger. Ich gehe hinein. Ich hoffe, sehr viel war jetzt hier noch nicht. Ich will jetzt keine Hauptstory weitermachen. Schlüsselstein, öffne die Tür des Tempels. Ach so, nee. Das ist zwar Hauptstory, aber ohne den Schlüsselstein geht's eh nicht weiter. Es ist einer mit der Tätowierung Nummer 9. Und der verwandelt sich jetzt und wird ein Böser. Nö, er fliegt einfach weg. Was sonst? Würde ich auch in so einer Situation machen. Und das Geräusch war, als ob ein Materiestück fallen lassen worden. Wegen diesem Schlüsselstein war auch sehr viel Gold in Goldsauce wahrscheinlich. So, ist hier hinten noch irgendwas von Bedeutung? Nein. Wir gucken, was hier so im Wasser rumläuft, weil auf die Insekten habe ich keinen Bock. Ach, dieser Vogel. Aber der konnte ja nichts. Einmal 200 Schaden und seine Leiste ist halb voll. Apropos Vogelflügel. Drachenschuppe? Wasserzauber auf alle, okay. Ich habe den Dingskamm noch gar nicht ausprobiert. Aber ist bestimmt schlechter als sein Erbstück. Ja, aber dafür doppelt. Aber da habe ich schon einen Doppelt-Vierer, der in allem besser ist. Also kann ich den für Hook einfach kaufen. So, hinter mir bin ich, glaube ich, hergekommen. Ja. Komm ich hier? Von da, oder? Ja, genau. Und so kommen wir wieder rüber und kommen dann noch an die Stelle, wo unser Buggy ist, glaube ich. Hier kann ich rum, aber da ist nichts, okay. Hier ist eine einsame Insel. Ach genau. Sind wir weg bei Goldsauce. Aber erstmal will ich gucken, was hier so ist. Weil jede Insel hat ihre eigenen Gegner, aber die sind schwach, die kennen wir. Das sind genauso die wie von der Steppe bei Goldsauce da.
Oh, Cloud hat keinen Hyper mehr, sehe ich gerade. Aber sein Konter funktioniert noch gut. X-Gong. So, links würde es dann wieder zur Stadt rumgehen, nach Wu-Tang. Und hier rechts war ich demzufolge noch nicht. Ich nehme an, jetzt müsste in der Hütte auch wer sein. Wo stehen wir eigentlich mit unserem Buggy? Ach, direkt vor Nibelheim war es, glaube ich. Also muss ich hier, glaube ich, links lang. Tatsächlich, da ist er. Der legendäre Waffenschmied. Oho, ein Kunde. Du hast dir einen abgelegenen Ort ausgesucht. Falls du den Schlüsselstein suchst, kommst du zu spät. Den habe ich nicht. Schlüsselstein? Was? Du bist nicht deswegen hier? Der Schlüsselstein ist der Schlüssel zum Tor irgendwo eines alten Tempels. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gehört, es sei der Tempel des alten Volks. Der Tempel des alten Volks. Ha, ha, ha. Nimm's nicht so ernst, es ist nur eine Legende. Wie, was, wo? Was ist der Schlüsselstein? Ich habe ihn schon verkauft. Ehrlich gesagt wollte ich ihn nicht verkaufen, aber irgendwie konnte ich zu diesem Typen nicht Nein sagen.